Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Hilde. Heute möchte ich mit euch zusammen gerne ein Pop-up Twisted Cube machen. Wie man hier sieht, da gibt es eine Originalstanz von Sizzix. Die habe ich leider nicht und ich wollte euch heute zeigen, wie ich das ohne diese Stanzform selbst mir als Vorlage erarbeitet habe. So, ich habe mir eine Vorlage gezeichnet und auch schon ausgeschnitten. Diese Vorlage könnt ihr auf meinem Blog finden, www.creatingisbeautiful.blogspot.de. So, da habe ich mir schon mal jetzt ausgeschnitten. Das ist jetzt ein 6x6 Designer Paper. Da muss man immer zwei gleiche Bogen haben. Und aus einem Blatt 6x6 wird die Grundform und im anderen, da braucht man nur dieses bisschen hier für den Deckel. So, ich habe auch schon mal vorgerillt und schon mal vorgefaltet. So, wie man sieht, fehlen mir jetzt hier noch diese kleinen Löcher und diesen kleinen Schlitz. Da wird nachher mit einem kleinen Gummiband, also der soll wirklich nur klein, wenn ich ihn hier anlege und dann quer rüber, dass dann eine gewisse Spannung ist, nicht zu viel, aber eine gewisse Spannung, also so ein Gummiband benutzt. Dann möchte ich diese Löcher machen, die mache ich mit meiner Crocodile, mit dem kleinsten Lochstanzer. Die werden immer, also nur an einem Teil, wo diese Vierfachfaltung ist, also diese Kreuzfaltung, die wird genau da gemacht. Bei diesen geht von links unten nach rechts oben. Also hier auch jetzt rechts oben, kurz vor dieser Falte, mache ich jetzt hier ein kleines Loch. So, und beim Deckel genau das gleiche. So. Jetzt mache ich mir dann noch einen kleinen Schlitz bis zu diesem Loch, dann reißt das nicht so leicht aus, wenn ich nachher den Gummi da festmache. So. Inzwischen kann ich jetzt hingehen mit meinem Feuchtkleber, schon mal diese Ecke hier gut einstreichen. Also es muss ein gut starker Kleber sein, also richtig schön. Das kann auch von diesem roten Tacky-Band sein. Aber keinen Klebestift oder anderen Kleber, weil mit diesen anderen Kleber, das hält bei Boxen und Schachteln hält das nicht richtig. Also ich klebe das jetzt schon mal um. So. Hier ist jetzt dieses Gummiband. Auch das muss ich hier umkleben. So. Jetzt habe ich es genau umgekehrt geklebt. Ich mache das nochmal auf. Ich muss das jetzt so rumkleben. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Das kann vorkommen. Also jetzt wieder dieses Gummiband einfügen. So. Das soll jetzt genau umgekehrt laufen wie diese Faltlinien. So. Um das jetzt etwas sicherer zu machen, nehme ich mir jetzt etwas Tesafilm. Und klebt mir das Ganze hier noch mit Tesafilm etwas sicherer ab. So. Der Gummi soll dann in der linken unteren Ecke fest sein, weil hier geht ja auch diese Falte von links unten nach rechts oben. Also die untere Ecke. So. Nun kann ich hingehen und kann sämtliche Klebelaschen auch hier am Deckel mit meinem roten Tacky-Band. So, nachdem ich jetzt alle Klebelaschen mit meinem stark klebenden roten Tacky-Band bestückt habe, geht es jetzt ans Zusammenkleben. Also ganz einfach abziehen. Und dann bündig ankleben. Richtig gut festdrücken, damit diese Zugkraft, die nachher entsteht, das Ganze auch nicht
auseinanderreißen kann. So, deswegen entweder diesen stark klebenden Feuchtkleber, also extra stark, oder dieses extra starke Tackyband. Diese Falten, die jetzt diagonal sind, die gehen nachher nach innen. Habe ich auch schon so vorgefaltet. So, jetzt muss ich hier, der Gummi soll locker in die Form rein. Das hier jetzt noch entfernen. Diese roten Abdeckbänder von diesem Klebeband, die haften überall elektrostatisch an meinen Händen. Ich krieg's gar nicht jetzt weg. So, so sieht jetzt meine Form aus. Machen wir die Bänder weg. Beim Deckel, den setze ich jetzt auch schon mal an. Am besten zuerst die hintere Klebelasche. Schön bündig ansetzen. So, dann die beiden seitlichen. Oh, dann von innen gut gegendrücken. So, jetzt kommt diese hier. Manchmal ein bisschen Fitzelarbeit. Aber das kennen wir ja. So. So, jetzt habe ich jetzt nur noch hier für meinen Deckel. Jetzt muss ich das genau entgegengesetzt der unteren, des unteren Dreiecks machen. Also jetzt wieder Kleber drauf machen. Von dem guten Festen. Dann den Gummi, das Gummiband rausziehen. Das wird jetzt hier eingehängt und mit umgeklebt. So, man sieht jetzt schön die Spannung, die da entsteht. Das muss ich jetzt kurz festhalten, damit dieser Feuchtkleber Bindung erzielt. Und auch hier mache ich jetzt mit einem Stückchen Tesaband ein bisschen eine Sicherung, damit das nicht mehr ausreißen kann hier unten. So, ein Stück Tesaband. So, das ist jetzt fest. Jetzt quält nur noch diese Lasche. Aber die mache ich jetzt nachher erst zu, da ich jetzt noch mein Brett für unten und mein für den Deckel diese, wie soll ich das nennen, diese Schlaufe zum Hochziehen machen möchte. Also dafür habe ich mir jetzt hier ein Stück Geschenkband. Das schneide ich mir jetzt ein bisschen spitz zu, dass ich das besser durchkriege. Machen wir jetzt hier oben in den Deckel ein Loch, genau in die Mitte. So, dann kommt mein Geschenkband, kommt da durch, vorsichtig ziehen. Das kann man auch vorher machen, also ich hätte es besser vielleicht vorher gemacht, aber es ist es nun mal so. Und das, auch dieses Band befestige ich am Deckel innen mit Tesafilm, damit es nicht mehr rausrutschen kann. So, das so auseinander, das Band, zwei Stückchen Tesafilm und klebe das fest. Einmal von der Seite, dann einmal die andere Seite. So, somit habe ich dann hier einen Griff, an dem ich ziehen kann. Dann brauche ich noch ein Brett. Das habe ich jetzt schon mal rausgelegt, aber wo ist es? So, die Farbe des Bretts, das ist jetzt ganz egal. Jetzt mache ich mir den Boden des Loches noch ein bisschen größer und stecke von innen dieses Brett durch den Boden.
Ach, das hätte ich besser vorher gemacht. Aber durch Schaden lernt man. So, das ist nachher um diesen Cube, also diese Pop-up-Kartönchen, um das gut zu befestigen an der Karte. Jetzt kommt die letzte Klebeband, die letzte Klebelasche. So, gut festdrücken, da kann man ja schön reinfassen noch und zum Festdrücken. Somit ist mein Würfel fertig. Jetzt brauche ich nur noch hingehen, drücke das hier rein, auf diese, die werden nach innen gedrückt, diese Faltungen. Die habe ich vorher auch schon nach innen vorgefaltet. Und das geht zum ersten Mal ein bisschen schwer, aber drücke das zur Seite und fertig. Jetzt kann ich hingehen und kann das gut andrücken. So, und das wird jetzt nachher mit meinem Brett auf meiner Karte so fest. In meiner fertigen Form sieht man schon, bei meiner fertigen Karte, dieses Cube bleibt durch das Brett, das unten drin ist, schön beweglich. Ich habe das jetzt zwischen diese zwei Matten befestigt, also dieses Brett durch die obere Matte, dann das Ganze wieder auseinander gemacht, unten die zwei Metallstrebchen, dann das Ganze auf eine nächste Matte und dann in meine Karte. So, diese Karte ist jetzt so ein 3D-Umschlag und den mache ich dann schön sicher mit meinem Bellyband. So, also wenn das ein-, zweimal gefaltet ist, geht das wunderschön mit dem Aufziehen, Runterziehen. Das braucht halt eben beim ersten Mal ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber im Großen und Ganzen ist das sehr einfach zu machen. Und ich muss mir nicht unbedingt eine Form, also eine Stanzform kaufen. Vor allen Dingen diese Stanzform, das ist glaube ich 3x3 oder 4x4, diese Cubes. Und das ist mir doch ein bisschen groß für eine kleine Karte. Deswegen dieses ist jetzt 2x2 und das passt wunderschön in eine Karte. Das kann ich jetzt schmücken, wie ich will, kann hingehen, kann jetzt hier auch noch Bändchen aufkleben, die sich dann schön mitfalten, dass das wirklich wie ein Geschenk aussieht. Und finde, das ist mal eine witzige Sache, mal was anderes, nicht immer das Gleiche in den Karten. So, ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe mich zwar ein bisschen zwischendurch verzettelt, aber ich denke, man sieht doch, was ich meine und wie ich das jetzt gemacht habe. Und ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht habt ihr Lust, das nachzumachen. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Mein Blog ist www.creatingisbeautiful.blogspot.de. Viel Spaß beim Arbeiten. Tschüss!